Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile mit meinem Lamaschlagenhauteur. Die Hände sind gepudert und ich denke mal, wir versuchen es mal wieder mit dem Labyrinth. Es hat ja letztes Mal, es ist ja gescheitert, aber wir sind ja ein bisschen besser geworden. Stufe, oh, passt, ne? Ein ganz bisschen drüber. Wir sind ja ein bisschen, wir haben uns ja ein bisschen verbessert. Also ich sag mal, wir haben ja mittlerweile ein bisschen mehr Leben. Wir haben ja diese neue Angriffsgeschichte, das neue Equipment. Sag mal, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie das Labyrinth heute aussieht. Oh, hier gibt es gleich eine goldene Tür. Das ist ja schön. Dann können wir gleich einen goldenen Schuss. Ich glaube, das ist ein blödes Labyrinth. Ich glaube, ich will das jetzt schon nicht mehr. Ich weiß nicht, seit ich das habe, hoffe ich ja immer irgendwie so ein bisschen, dass er anfängt zu brennen, ne? Also eigentlich will man das ja nicht. Seit ich jetzt dieses neue Equipment habe, wäre mir das tatsächlich ein Fest. So, ich bin mal gespannt, wie wir das diesmal mit dem Lord hier hinkriegen. Ob wir das hinkriegen. Lass uns mal überraschen. So, wenn ich mich nicht irre, sind hier nämlich die beiden goldenen Türen. Jawohl. Das heißt, wir müssen erstmal den Schlüssel haben. Und den kriegen wir da hinten. Letztens hatte ich noch so eine fantastische Idee und mir fällt ein, ich habe immer noch meinen Joker nicht. Den altehrwürdigen Kriegshäuptling habe ich immer noch nicht. Den hätte ich natürlich gerade beim Lord hier auch super brauchen können, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber, ja, man kann nicht alles haben. Man kann einfach nicht alles haben, ne? Was man nicht im Kopf hat, das muss man eben zubluten oder so. Ähnlich. Hier ist irgendwo der Schlüssel und da kann man sich nämlich eine Tür aussuchen. Und ich nehme immer die gleiche Tür. Und das hat sich bisher auch jetzt noch nicht als negativ. Einfach durch. Es lebe der Lavaschlagmarodeur. So. Ich glaube, dass der. Da ist der Hebel. Ich glaube, dass der sich auch gar nicht schlecht in der. Unten in der Mine machen dürfte. So viel Lebensregeneration. Ah, Mann. Geh doch mal weg da, blöde Falle. Ich glaube, dass der sich auch gar nicht so schlecht. Da habe ich doch noch angesägt. Gar nicht so schlecht unten in der Mine machen dürfte, aufgrund der hohen Lebensregeneration. Also zumindest so in den ersten dunklen Bereichen sollte ich wahrscheinlich noch nicht mal großartig Leben verlieren. Wer weiß, aber vielleicht wird die Liga ja tatsächlich noch um einen Monat verlängert. Das hätte natürlich den fantastischen Vorteil, dass man noch ein bisschen Zeit hätte, auch noch ein bisschen runter in die Mine zu gehen. Oder eben weiter zu kommen hier in den Maps. So, ich nehme die. So, genau, wer weiß auch, wer weiß. Nee, aber ich glaube, da wäre auch noch nicht gewesen. Also ich hätte auch noch nicht, nee, da wäre der Prüfung auch noch, die Prüfung wäre auch noch nicht da gewesen. Ich glaube, wir testen gleich mal aus, wie nah wir an den ran können. So, also Widerstände hatte ich geguckt, die sind eigentlich total klasse in Ordnung. Bisher. Ah, ich glaube, ich muss da oben lang. Ich muss da oben lang. So, ich renne da einfach durch. So. Das ist so schön. Das ist so schön. Also man muss sich gar nicht anstrengen. Man kann einfach nur durch. So. Mal gucken. Und hier ist doch bestimmt nachher irgendwo auch gleich schon wieder der nächste Ausgang. Und das müsste eigentlich in die erste Prüfung führen, so wie das auf der Karte ausgesehen hat. So, und? Ja, das nicht. Das wäre jetzt auch zu leicht gewesen, wahrscheinlich. Ja, wer will sich heute, will er das mit mir Versteckspiel-mäßig aufziehen? Will mich in den Wahnsinn treiben? Aber... Bis hier sind wir gekommen. Das war ja auch noch leicht.
Es war ja auch noch leicht. Es wird ja erst schwer. So, lass uns mal überraschen. Hoffentlich sind da nicht so blöde Dinger. Spiegel wäre zum Beispiel ganz gut. Nein, da sind die schon wieder. Oh, die sind schon wieder da. So, ich bin mal gespannt. Ah, den ersten hat er ja ganz gut weggesteckt. So, die sind alle. Ja, ich versuch's einfach. Aber ich glaube, das war nicht gut. Ich glaube, ich hab sie nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Vielleicht habe ich sie doch irgendwie erwischt. Ich habe mich ja wieder nicht schlau gemacht. Kennt mich ja. Das ist was, mit dem man sich auch echt intensiv auseinandersetzen kann. Das ist ein ziemlich großer Teilbereich. Und ich habe natürlich nicht geguckt, wie es hier aufgebaut ist. Einfach weiter. Okay. Sehr gut. Einfach weiter kann ich. Das ist auch eine Herausforderung, bei der man sagen muss, das ist genau die richtige Anforderung an einen Marauder. Oh, während des Sprungs, das war echt mies. So, erstmal ein bisschen Leben regenerieren und rüber. Himmel, ich glaube, ich habe mir den schwersten Weg hier auch ausgesucht. So, da sind natürlich dann auch Fläschchen wahnsinnig wichtig, mit denen man schnell Leben regeneriert. Sonst hat man da ein klitzekleines Problemchen unter Umständen. So, da bin ich einfach rüber gehüpft. Da ist eine Tür. Da muss ich da hinten lang. Da war auch nur ein Ausgang. Also ist das die Tür der Türen. Und eine Silbermünze. Sehr schön. Und die führt uns wohin? In die Grabmalhallen. Mal gucken. Ah, hier gibt's was Schönes. Hätten wir da oben vielleicht auch finden können. Nehme ich jetzt nur mit, wenn ich da ganz zufällig dran vorbeikomme. So, das sieht ja da unten so ein bisschen danach aus. Eigentümliche Eisentruhe, ja. Frage ist nur, wie kommt man da hin? Da unten lang. Aber dann wahrscheinlich von hinten ran, oder was? Das heißt, ich muss hier rein. Da werden ja wahrscheinlich nachher, genau. So in etwa habe ich mir das auch vorgestellt. So, jetzt dürfen wir hier aber nicht sterben, wenn das irgendwie geht. Ah, ein kaiserlicher Schlüssel. Auch gut. Nehme ich auch. Will ich gar nicht so sein. So, die stand mir ein bisschen im Weg da. Thekla hieß die Spine bei Biene Maya, ne? Oder? Hieß sie Thekla? Thekla, glaube ich, hieß sie. Da stand sie mir im Weg, die Thekla. Da geht es mal gar nicht weiter. Kann man sich dran gewöhnen. Da hinten ist die Ziertruhe. Gut, das sieht gut aus. Das ist das, was wir eigentlich wollen. So. Da komme ich nicht durch. Da oben muss ich mal warten, bis er da ist. Und dann laufe ich da mal rum. Schalter, Schalter, Schalter. Und da wollten wir eigentlich hin. Hier müssen wir aber dann wieder zurück. Das ist natürlich ein bisschen doof. Die nächste Essenz, okay. Gut, hier laufe ich jetzt einfach mal durch. Ich habe ja noch ein bisschen Lebenstränke dabei. Gott sei Dank. So, in den Maps muss man natürlich ein bisschen... Da reichen dann noch die Lebenstränke nicht mehr. Also da ist dann diese eine Gottkraft ganz sinnvoll, mit der man einfach Leben oder Fläschchenfüllungen regeneriert. Ich glaube, da ist er, ne? Oder? Jawohl.
die nächste Essenz. Also die zweite Prüfung kriege ich auch noch gebacken. Es ist, die schlimme ist ja mal die dritte. Da ihr könnt schon sehen, also mit denen haben wir das auch wieder zu tun beim nächsten Mal. Genau, das sind die Golem-Umse. So, die erste haben wir erledigt. Das war jetzt natürlich der Ring. Deswegen ging es auch so schnell. So. Es lebe die Lebensregeneration. So, diese blöden Kugeln da, das sind natürlich hier, also ihr seht auch schon hier, auch hier hat er ja schon Unterstützung. Ah, wir werden sehen. Ich glaube, es wird spannend. Ich glaube, es wird spannend. Ich glaube, ich habe gute Chancen. Ich glaube, ich habe sehr gute Chancen. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, diese Essenzen, die werden jetzt, diese habe ich hier ausgelöscht. Bloß hier mit denen. Das ist ein bisschen schade. Weil die machen einem echt Ärger. Die machen einem das Leben echt ein bisschen schwerer. So, oder man müsste noch irgendwie eine weitere Unterstützung finden. So, ihr seid hier. Also einmal dahin und dann geht's direkt. Na gut. Ich glaube, ich laufe ja immer da oben in die Ecke, ne? In die rechte Ecke. Und da denke ich immer, da an der Stelle, da ist dann wahrscheinlich der Ausgang. So, Blute, das ist nicht so gut. Kann man auch gerne mal dran sterben. Das ist sehr ärgerlich hier im Labyrinth, wenn die Lebenstränke mit einmal, also die Blutungsschaden vermeiden, wenn die mit einmal das Blut nicht mehr stoppen, ärgert man sich ganz wenig. Ganz wenig ärgert man sich dann. So, ich muss auch, bevor es hier weitergeht, muss ich natürlich auch gerne noch ein bisschen die Fläschchen wieder auffüllen. So, da hinten geht's raus. Ich weiß nur nicht, ob das die richtige Richtung ist. Aber das werden wir ja gleich rausfinden. So, ja, mal gucken, wo geht das hin? Silbernes Lager, okay. Aber das ist okay. Und dann hier, ne? Gehen wir erstmal über silberne Lager. Das Ganze ist insofern ein bisschen schwieriger, weil hier gleich drei Ausgänge sind, wenn ich das richtig gesehen habe. So, aber auch die meistens ja da hinten irgendwie. Einfach immer da hinten. So, hier sind auch ganz viele. Komme ich wahrscheinlich nicht so ganz so leicht hin, habe ich so das Gefühl. Da ist die silberne Tür. Für die müsste ich natürlich jetzt erstmal einen Schlüssel finden. Und ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, was dahinter genau ist. Und ich weiß allerdings auch nicht, ob ich das herausfinden möchte. Nee, ich glaube nicht. Also hier kann man sich schon wahnsinnig lange aufhalten. Das ist auch eine Kunst. Ich finde, das Labyrinth ist eine Kunst für sich. Das muss ich wahrscheinlich, da muss ich mich wahrscheinlich auch nochmal intensiver mit beschäftigen. Prüfung des Anwärters, ja. Durchmarsch quasi. Das ist ein Durchmarsch. So, mit denen habe ich das eben zu tun. Und die Empore hier ist leer. Das heißt also, mit den Elementen habe ich da nichts am Hut. Mit den Essenzen. Die werden mir das Leben schwer machen. Zaubert Feuerkugeln bei vollem Leben. Eiskugeln und Blitzkugeln. Kann keinen Schaden nehmen. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Gut, es hilft ja nichts, ne? Ich muss ja rein. Es hilft ja einfach nichts. Nehmen wir wenigstens auch noch ein paar Fallen. So, jetzt müsste ich gerne mal die... Oh. Brenne ich da eigentlich in diesen Feuerdingern?
Was ja gar nicht so schlecht wäre. Ich glaube, ich habe gute Karten. Sehr gut. So, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, hat Ralf mir ja mal einen guten Tipp gegeben. Jetzt habe ich jetzt einen kaiserlichen Schlüssel bekommen, weil ich ihn erledigt habe, und einen weiteren kaiserlichen Schlüssel, weil diese drei hier vollzählig waren. Wären die anderen drei auch noch vollzählig gewesen, so kann man sich natürlich einen zusätzlichen kaiserlichen Schlüssel erbeuten. Ich habe es geschafft. So, dann habe ich ja drei. Die, wo nichts rausgefallen ist, und die. Gut, nehme ich mal mit. Nehme ich auch haben. So, nichts richtig Schönes, Tolles rausgefallen, ja? Schade eigentlich. Schade. Aber nee, das ist alles nur ein bisschen kleiner. Vielleicht. Nee, bestimmt nicht. Ich kann die ja mal mitnehmen. Schadet ja nichts. So, dann machen wir als erstes mal die Aszendenz. So, und jetzt ist eben die Frage, will ich jetzt mal Lebensregeneration machen? So, weil jetzt könnte es nämlich losgehen, dass ich zusätzliche Widerstandsladungen bekomme. Ich könnte da lang gehen, ich könnte aber auch hier lang gehen, um einfach weniger oder um mehr Schaden anzurichten. Ich könnte da lang gehen, ich kann aber auch diesen Weg hier folgen. Also empfohlen für den Bild sind eigentlich diese beiden und diese beiden, wobei mich das hier irgendwie auch reizt, wenn ich ganz ehrlich bin. Unbeeinträchtigt von Entzündungen. Das heißt, wenn ich brenne, macht mir das eigentlich gar nichts. Das müsste man aber erstmal ausprobieren. Deswegen werde ich, glaube ich, auch diese beiden hier nehmen. So, weil wir jetzt einfach diese Widerstandsladung kriegen und die helfen uns natürlich. Also Widerstandsladungen sind ja was Gutes. So, außerdem machen sie uns noch zusätzlich mehr Schaden. Und dann wollen wir doch hier mal reingucken. So, und wir werden den Helm verzaubern. Wie sieht denn der eigentlich aus? Also sieht definitiv besser aus als der. Dann werden wir doch den verzaubern. So. Und mal gucken. Vergrößerter Wirkungsbereich von Lavaschlag. Ich sag mal, das ist nicht schlecht. Es gibt übrigens auch so eine Verzauberung, die euch weitere Projektile gibt. Ich meine, in diesem Lord, also ihr könnt natürlich jetzt hier so oft reinrennen, bis ihr diese Verzauberung habt. Man kann Verzauberung auch überschreiben. In diesem Labyrinth könnt ihr eine Verzauberung bekommen, die euch eine zusätzliche Magmakugel gibt. Hier für den Lavaschlag. Und es gibt auch eine Verzauberung, das allerdings ist im nächsten Labyrinth, die gibt euch dann nicht eine, sondern zwei zusätzliche Projektile, was wir eigentlich unbedingt haben wollen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich deswegen da 30 Mal durch das Labyrinth rennen will oder 100 Mal, weil es gibt ja unzählige Verzauberungen und ihr könnt ja was alles Mögliche kriegen. Ich weiß auch nicht, ob jetzt, wenn der weiß, aha, Lavaschlag, ich weiß auch nicht, ob das System merkt, aha, der nutzt Lavaschlag, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit größer, da irgendwas zu kriegen. Ich kann es euch nicht sagen, aber manchmal kommt man ja auch Verzauberungen, wo man denkt, ah, was soll ich da damit? Soll ich jetzt komplett umskillen oder was? Aber nur mal so als Hinweis, es gibt das eben, also wenn man den jetzt wirklich par excellence wirklich ausreizen will und nachher so auf die Tier 14, 15, 16 Maps will, gerade auf die 16er, ist das natürlich eine Überlegung wert zu sagen, so jetzt wollen wir das einfach hier noch ein bisschen aufpushen. Aber vielleicht haben wir Glück und brauchen das gar nicht. So, ich glaube, den muss ich mir ein bisschen umbauen. 34 zu maximalem Leben ist jetzt nicht die Welt. Aber besser als das, was meine da jetzt hat. Erhöhte Rüstung, ja. Also 28 erhöhte Seiten finde ich auch super. So müsste ich jetzt wahrscheinlich die Widerstände nur noch wieder ein bisschen verbessern. Falls ich das überhaupt brauche. Feuer und Kälte müsste ich eigentlich sehr gut aussehen. Feuer und Kälte sehe ich sehr gut aus. Muss ich mich auch nicht drum kümmern. Und dann kann ich natürlich irgendeine andere Verzauberung drauf legen. Geschafft, Leute, geschafft. So. Kurze Zeit später, ne? Also ich sag mal ein paar Skillpunkte und schon ein bisschen anderes Equipment.
Also finde ich gar nicht schlecht. Wir wollen mal gucken, was wir aus dem Helm noch machen können. Das schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz an. So, was geht denn da noch? Hat keinen Platz. Ah, okay, das zählt auch als zusätzlicher Modifikator oder was? Ja, Tatsache. Okay. 3, 4, 5. Okay, oben zählt als Modifikator. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man da jetzt einen hat mit 6. Ob dann, da passiert doch dann auch irgendwie was. Ah gut, ist jetzt halt so, ne? Was soll ich jetzt machen? Ändern kann ich das jetzt nicht mehr. Den muss ich jetzt so hinnehmen. Hat er denn irgendwas? Ne, sind eigentlich nur die Widerstände. Okay, das wäre natürlich nicht, ist natürlich nicht ganz so dramatisch, finde ich. Aber wenn er keinen Platz mehr hat, hat er keinen Platz mehr. Was soll ich sagen? Mann, ärgerlich. So, aber da muss natürlich gerne... Können wir vielleicht gerne mal einen Vierling draus... wir machen jetzt erstmal... So, wir wollen jetzt erstmal hier Qualität erhöhen. Bam. Dann wollen wir da gerne 4 Stück draus machen. Und dann wollen wir natürlich gerne miteinander verlinken alle. Sehr gut. Und dann brauchen wir... Was brauchen wir denn da oben? Schnellere Angriffe, Sprunghieb, Verstärken. Und ich finde, dass wir auch diesen... den Schildansturm damit reinlegen sollten, weil das natürlich wunderbar zusammenpasst. Das müsste ja wahrscheinlich eine rote sein, oder? Hier holt der Asche, Krieger, Elementarschaden, zusätzlich Feuerschaden. So, wo ich ihn aber gerade sehe, Lavaschilde, ist eine rote, ne? Ja. So, das heißt, wir brauchen 3 rote, 1 grüne. Eine grüne, komm, 1 grüne, sehr gut. So, und wieder haben wir ihn ein bisschen aufgebessert. Ich glaube, der wird ihm auch gut stehen, der Helm. Nicht das. Auch nicht das. Nein! Da war das. So. Zack! So, und jetzt müsste nämlich auch der Schildansturm viel, viel schneller gehen. Ja. Ja, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Läuft, würde ich sagen. So, ich glaube, den Helm brauchen wir dann auch nicht mehr. Also da ist jetzt nichts Besonderes drauf. Qualität hatte der sogar 24. Den habe ich immer aufgebaut. Aber ich glaube, das wird mir trotzdem nichts bringen. So, den brauchen wir definitiv nicht. Was haben wir hier noch Schönes eingepackt? Ach, das haben wir nur so eingepackt. Gut. Jetzt wollen wir eigentlich nochmal schauen. Das muss ich nämlich auch machen. Können wir auch jetzt mal zusammen machen. Ich will mir doch hier kaufen den altehrwürdigen Kriegshäuptling. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch ein bisschen teurer ist. Wahl altehrwürdiger Kriegshäuptling. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was denn so die anderen Sachen so für Stufen haben. Wo hatten wir den drin? Hier. So, der ist Stufe 16. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir vielleicht doch einfach mal gucken, ob wir uns den nicht gleich mit Stufe 16 kaufen. Das können wir auch hier irgendwo einstellen. Ich muss bloß mal gucken. Gemmenstufe, mindestens 16. Wir gucken mal, was der kostet. Oh. Eine Chaos-Sphäre nur. Stufe 17, 17, 18. Schon mit 9%. Da wird es aber schon ein bisschen teurer auch. Obwohl, naja, es geht. 16 mit 7, 17 mit 11. mit 16%. Die finde ich zum Beispiel total super. Da brauchen wir nachher nur noch 4 Prismen drauflegen. Das kriegt man ja auch hin. Und dann brauche ich die auch nicht mehr flippen und gar nichts. Also das finde ich eigentlich eine gute Maßnahme. Ich glaube, den schnappen wir uns. Flüstern. Wollen wir den mal anflüstern? Was will er haben? 2 Chaos-Sphären, die müsste ich eigentlich gerade noch so haben. Ja, es wird langsam knapp. Ne, ich darf nicht mehr ganz so viel einkaufen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen was in Anführungszeichen verdienen, beziehungsweise finden. Wollen wir mal gucken. Ob da jemand in Stimmung ist, mir was zu verkaufen. Ja. Geht schnell. Gibt es so bestimmte Zeiten,
wo man echt sagen kann, da geht's ratzfatz. Sonntagnachmittag ist auch immer so ein schöner. Da hat man das Gefühl, so die Leute entspannen einfach und verkloppen ihren Kram. So, kann man auch wunderbar verkaufen dann. So, und dann huschen wir wieder zurück. Und dann wird er nämlich 1, 2, 3 ausgetauscht. Wo hatten wir den jetzt drin? Da oben hatten wir den drin. So, sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Herold der Asche. Wut haben wir ja noch mit drin. Gute Frage. Ich habe jetzt auch gar keine Mana-Probleme. Wir könnten den jetzt noch ein bisschen aufpushen. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. So, was haben wir hier drin? Schwächen, Zaubern bei erlittenem Schaden, Steingolem beschwören. Ich weiß auch gar nicht, ob da noch irgendwie was rein müsste. Ich glaube, das müsste eigentlich hier rein. Und hier müssten dann drei Varianten rein. Und da gibt es ja eine, diese Gemme. Ich weiß allerdings nicht, wie die heißt. Vielleicht weiß die einer von euch. Schreibt sie gerne mal in die Kommentare, mit der man die das reservierte Mana ein bisschen verringern kann. Dafür muss man die aber ziemlich lange auch aufstufen. Also die muss man eine ganze Weile mit sich rumschleppen, bis die tatsächlich richtig was bringt. So, Sprunghieb haben wir da. Ja, hier wäre das jetzt eigentlich so die nächste Variante, hier zu sagen, wir legen da jetzt was rein. Und es gibt ja hier diese Feueropferung. So, zusätzlich gegen brennende Gegner. Da geht es natürlich darum, die Gegner dann zu entzünden. So, ich will einmal ganz kurz Mana. TR. Ist das eigentlich sofortige Wiederherstellung? Nee, so, aber sowas braucht meine Hexe auch noch. Ja, das war's. Also ich, ach nee, wir wollen noch eins, wollte ich noch ganz dringend gucken. Da kam auch ein super Hinweis, das war auch von Ralf, dass wir hier, nee, nicht hier, sondern da, dass wir hier, ich bin nicht aus der Gruppe ausgetreten. Na? Wollen wir mal schnell die Gruppe verlassen. Dass wir hier irgendwo Helena finden können und dass die was Tolles für uns hat. Da. Die haben sie aber auch gut versteckt. Und da finden wir noch eine Anfertigungsoption. Bewegungsgeschwindigkeit. Sehr gut. Sowas können wir immer brauchen. Die haben sie aber auch gut versteckt da. So, also nicht vergessen, ich sag mal, jeder, der ein bisschen länger spielt auch schon, der würde da hinten wahrscheinlich gar nicht mehr gucken. Da würde so dann sein klassisches... klassisches Prozedere ablaufen. Ich hätte mir, hab mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, dass Helen da nicht mehr ist. Ich meine, vielleicht hat jemand anderes von euch drüber nachgedacht. Ich nicht. So, das war's jetzt aber auch für diese Folge. Das soll jetzt auch genug gewesen sein. So, ich werde mir dann den Schweiß mal von der Stirn trocknen. Dann sehen wir uns wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.